Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Und herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Ich freue mich total, dass ihr meine Gäste seid. Ja, ich möchte mich ein wenig zurecht machen und da habe ich gedacht, wir probieren eine neue Palette aus. Und zwar ist das dieses Schätzchen hier, das ist die Claudette Palette von NARS. Und die Farbe heißt Saint-Germain-des-Prés Eyeshadow Palette. Genau. Und die hat diese Farben und die habe ich gekauft bei Flaconi. Da gab es die für 17,50 Euro. Also für die Hälfte des Preises auf jeden Fall. Und wie gesagt, so sieht sie aus. Und ja, ich habe gedacht, wir probieren die jetzt mal gemeinsam aus. Gut aussehen tut sie. Ich freue mich total und ja, wir machen das jetzt einfach mal. Zack, Brille aus. Und dann ziehe ich euch etwas näher ran. Genau, dann schauen wir doch mal, was wir aus diesem Schätzchen hier zaubern können. Wo ist mein Fluffy-Pinsel? Wir nehmen den. Oh, der staubt. So. Wir nehmen, es ist hier kein heller, matter Ton drin. Wir nehmen hier den in der Mitte. Ich schaue einfach mal. Okay, heute scheint es ein bisschen dunkler zu werden. Ich habe vergessen, den auszuklopfen. Ah, naja. Da müssen wir ein bisschen mehr reiben. Ja, geht. Ne? Das geht. Jetzt nehme ich den dunklen Ton zum Abdunkeln. Ich nehme jetzt einfach mal den gleichen Pinsel, tupfe mir das hier hinten auf. Jawohl. Und ziehe mir das etwas rüber. Gefällt mir. Das wird doch heute ein etwas unspektakulärer Make-up-Look. Make-up-Look? Egal. Ihr wisst, was ich meine. So, ja. Also als Grundierung finde ich das sehr schön. Ich werde mir in die Mitte setze ich mir diesen Goldton. Oh, sehr schön. Oh, den trage ich aufs ganze Lid auf. Oh, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ja, das bröselt ein bisschen, aber das ist ganz klar, weil das sind ja Schimmerpartikel. Und wenn ich da ein bisschen mehr reibe, dann ist das ganz normal, dass es da auch ein bisschen Fallout gibt. Aber bei diesen Flakes ist es ja so, dass man das direkt einfach wegfächeln kann. Am besten mit einem Pinsel natürlich. Ich habe das jetzt einfach mit dem Finger gemacht. Man sieht, es ist weg. Also insofern ist das soweit fein. Jetzt nehme ich aber nochmal schnell ein Tuch. Na. So.
Und dann nehme ich mir für den Inner Corner, nehme ich mir diesen schönen Ton. Dann nehme ich mir einen kleinen Pinsel. Und trage mir den in den Inner Corner und ziehe den auch etwas höher und etwas runter. Irgendwie gefällt mir das gerade, wenn ich das so mache. Sehr fein. Und unter die Augenbraue nehme ich hier diesen mittleren Ton. Der ist so ein ganz leichter. Oh ja. Das nehme ich nur so ein bisschen für Highlight. Seht ihr das? Das ist ganz leicht nur. Genau. Und das Auge nehme ich den letzten Ton, den ich hier habe. Das ist so ein Orangeton. Wobei der hier viel dunkler aussieht als in der Kamera. Oh ja. Das hat was. Finde ich echt schön. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir alle Töne benutzt. Jetzt werde ich mir meinen kleinen Mascara nehmen und noch ein bisschen die Wimpern tuschen. Entschuldigt bitte, wenn ihr diesen LKW hier vor meiner Tür hört. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Das sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Okay, jetzt brauchen wir noch etwas Rouge. Rouge. Ja, der passt farblich recht gut dazu. Okay. Auch nur ganz leicht mache ich das heute. Ach, ich wollte eigentlich den anderen nehmen. Jetzt fällt es mir auf. Ich habe gedacht, ich wollte eigentlich den Cookies and Cream nochmal ausprobieren. Aber geht auch so. Genau. Machen wir eben die Finger sauber. So, auf die Lippen würde ich gerne etwas Neues ausprobieren, den ich mir gekauft habe. Und zwar hier den. Den Superstay Vinyl Ink von Maybelline. Den soll man ja gut schütteln, das wusste ich nicht. In der Farbe 0, in der Farbe 35, Cheeky. Cheeky! Und den. Trage ich mir auf. Oh, sehr schön. Auch so eine schöne Farbe. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Okay. Ich würde sagen, das ist ein richtig schöner Look geworden. Ich zeige ihn jetzt euch nochmal von nahem.
Gefällt mir. Euch auch? Ich find's gut. So, ich entwickle mich sowieso gerade zu einem Nars-Fan. Ich hatte Nars eigentlich nicht so wirklich auf dem Schirm, aber ich bin wirklich sehr, sehr ja, begeistert von der Qualität von Nars. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, bei Flaconi, der Rabatt ist leider wieder weg, aber schaut doch einfach mal, weil die Paletten sind wirklich toll. Und ich freue mich, dass ich mir die gesichert habe für einen sehr kleinen Preis. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt oder werdet bitte gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Kommt gut in die neue Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Mua. Tschüss.